Ja, also es ist der Hammer. Wir fliegen halt da in der unteren Luftschicht, da ist alles verwirbelt. So, erzähl dir mal, was hast denn du da jetzt Neues? Ein Ritschrand. Ein Ritschrand? Das Hangzwerg. Hangzwerg und da ein Robbegeier. Rand ist der Zwerg, Ritsch und der Riegezwerg? Nee. Klippe oder so. Achso, wenn du das sagst. Also dann, komm. Ja, warte mal. Ich will jetzt keine Hektik verbreiten, aber ich will auch fliegen. Ich muss dich jetzt da ein bisschen unter Druck setzen. Ich denke, der. Jetzt wollen wir mich schneller machen. Sowas kann ich gar nicht brauchen. Für was ist das jetzt so nach oben getrimmt, die Querrute? Ja, aber das ist. Der Schnellflug ist so ein, maximal 2 mm nach oben. Das ist dann Snapflap irgendwie eher so. Aber wobei, die gehen nach unten dann. Also das ist dann tiefe Snapflap. Da wirst du sehen, wenn du das machst, geht's bergab. Das wird schön. Was? Ich sage ja nur die Wahrheit. Naja. Welche nur unbequeme Wahrheiten aus. Fertig? Ja. Warte, stopp, Verwirbelung noch. Jetzt ist besser. Fertig? Ja. Und go! Ridgerand am Hang. Von links kommt jemand. Upsa. Und sind schon wieder weg. Das läuft jemand aber gewaltig ab, hätte ich gesagt. Unterwegs. Lass den jetzt so aushungern. Scheiße! So, jetzt sind wir auf. Wie war das mit dem Karma? Du hast mich heute schon laufen lassen. Ach nee, das war jetzt nicht schön. Hier ist es soweit nicht gut, aber die Nase ist weg. Was haben denn Sie jetzt da? Ich muss den neuen Kopf. Eumel. Ist das selber erfunden an Arme oder gibt es das als Vorlage? Da gibt es nicht als Vorlage. Also selber erfunden? Ja. Eumel. Er sagt was, dass er das komplette Profil mit dem Cuttermesser rausgeschnitzt hat und wisst ihr was? Ich glaube ihm das sogar. Obwohl das total gerade aussieht. Aber du bist der Herrgottschnitzer, oder? Vom Beruf gewesen. Ja. Prima Donnen, Herrgott. Und. Ja, wie heißt es? Christusgräbenfiguren. Das ist eine aerodynamische Mappe. Naja. Hier kommt ein Bastelschritt. Was war das? Der Bätz? Nee. Eumel. Eumel, Entschuldigung. Ja, wirklich sau heute. Ja, also es ist der Hammer. Wir fliegen halt da in der unteren Luftschicht, da ist alles verwirbelt. Ich habe keine Lust mehr zu laufen. Er fliegt. So, einmal. Aber Tobi, was ist das jetzt? Auf den Kameramann!
Ja, ich versuche da Höhe zu kriegen und dann auch gleich wieder Speed. Gegnerverkehr. Da waren noch Kilometer dazwischen. Ja, man merkt schon. Was? Ja, ja, ist schon klar. Aber für uns selber rausgeschmissen ist nicht der Fall. Aha. Der Baum, Ralf. Der Dr. Baum. Ich glaube, das habe ich dafür zu hoch geguckt. Immer auf den Kameramann! Ja, nein, die Kamera hat Angst. Flieg halt hoch. Gerade. Was ist mit dem Ripplesfliede? Keine Ahnung, wie lange du bleiben willst. Wenn du noch eine Stunde bleiben willst, dann rentiert sich das auf jeden Fall nochmal zum Auto zu gehen. Und gerade heute bei den Bedingungen ist ein Motor nicht schlecht. Schau, der Frank braucht ja auch einen Motor. Du brauchst dich also gar nicht schämen. Das kann also nicht jeder. Du hast dein Karma schon am Telefon vernichtet. Mir nachsagen, dass ich heute runterlaufen war? Aber es kann ja noch kommen. Will ich ja gar nicht ausschließen. Ich habe heute auch schon ein paar Mal geschwitzt. Es ist heute echt verschneit. Sind schon wieder so Luftlöcher hier unterwegs. Oh Mann, das habe ich nicht drauf. Kannst du nicht machen. Dr. Baum in Action. Sogar der Hahn im Dorf jubelt mir zu. Habt ihr das gehört? Ja, der jubelt mir zu. Ist kein Krähen, der ist begeistert.
bräuchtest dein Ribless Fliedel jetzt. Glaub's mal. Also wie ich an mir, also momentan geht's ja. Muss ich mich bücken? Ach, du bist tiefer als ich. Scheiße, ich will nicht laufen.